Ja, einmal herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tutorial, mal in Deutsch, zu einem sehr guten Plugin, was sich Pixelator nennt. Das bedeutet, ihr könnt dort auf eurem Server mit diesem Plugin, bisher läuft es bis der 1.7.5, soweit ich das testen konnte, auf dem Server. Damit habt ihr die Möglichkeit, dass ihr eigene, ich sag mal, Bilder aus dem Internet, die Links, beziehungsweise selbst gespeicherte Bilder im PNG oder JPEG-Format, euch direkt auf eure Bilderrahmen in Minecraft setzen könnt, die dann etwas besser aussehen als, ich sag mal, ja, so normale Schrift nur auf den ganzen Schildern oder so. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar setze ich einfach mal, ich bin jetzt gerade hier bei mir auf dem Server, wie man sieht. Hier könnt ihr schon zum Beispiel ein Logo sehen, wie es aussehen würde. Aber ich erzähle euch mal kurz im Text, wie das funktioniert. Und zwar, ich setze mir jetzt zum Beispiel, damit es einigermaßen ordentlich aussieht, zwei Pfeile hin, nehme mir einen Bilderrahmen, setze ihn zum Beispiel mal dorthin. So, und da ich hier ein Bild benötige, kann ich entweder den Befehl eingeben Pixel, wenn man das Plugin installiert hat, dann Create, Leerschritt, und dann zum Beispiel HTTP, die Internetadresse von dem, wo das Bild liegt. Oder aber, ihr habt es bei euch in dem bei dem Plugin in dem Hauptordner des Plugins mit reinkopiert, die JPEG-Datei oder so, dann müsst ihr halt eingeben Plugins slash dann Pixelator slash und dann eben halt Test JPG oder wie auch immer das Bild heißt. Wenn ihr dann Enter drückt, erhaltet ihr das bei euch unten im Inventar, was dann so aussieht. Ich habe es jetzt zum Beispiel nach diesem Befehl, habe ich dann einfach Pixel GIF. Und da zeigt dann eine IP an, die man dann eingeben muss. Ich sag mal die 50. So, jetzt habe ich das zweimal das Bild. Jetzt habe ich mir hier ein Bild eingefügt. Setze das einfach mal drauf und siehe da, habe ich ein, ich sag mal, nicht das weltbeste Bild. Es ist ja keine hohe Auflösung. Allerdings sieht es besser aus als, ich sag mal, normale Signs, die ihr nur beschriftet. Ihr könnt hier unten auch sonst euer Logo setzen. Vielleicht mal auf dem Sign selber. Nehmen wir eine Schrift hin. Kann man dann halt Multiworld. Es ist ja wie gesagt nur ein Beispiel. Ne? Zum Beispiel könnt ihr das auch noch, wenn ihr Server Signs oder so installiert habt, könnt ihr noch mit einem Klick drauf, könnt ihr zum Beispiel auch Facebook-Logos nehmen. Ich nehme das mal weg. Ich habe noch andere runterkopiert. Sagen wir mal, ihr habt jetzt ein Facebook-Logo. Ihr könnt halt nehmen, wie ihr wollt. Eure Hauptsache, die sind auf dem Bilderrahmen. Leider lässt sich zurzeit in Minecraft dieser Bilderrahmen nicht vergrößern. Und wenn ihr ein Bild nehmt, es wird etwas größer, als der Bilderrahmen selbst gewesen ist. Aber ich sag mal, es ist ausreichend, um Minecraft etwas freundlicher und etwas grafischer zu gestalten. Da ja die Links sowie auch eigene JPEG-Bilder auf dem PC funktionieren. Okay, den Link dazu, wo ihr das Plugin für euren Server bekommt, der steht in der Beschreibung unten drinne und ich freue mich, wenn ihr euren Kommentar abgeben würdet und ja, schönen Dank und bis dann.